Hallo Leute, ich wollte euch mal wieder ein Fahrradschloss vorstellen von Abus. Den Vorgänger, den hatte ich sehr leicht knacken können. Das heißt, da war sehr viel Platz und ist mal gut zum Schließkern durchgekommen. Abus hat jetzt ein bisschen nachgerüstet, wie ich gesehen habe. Das heißt, dasselbe Schloss, ungefähr 25 Euro. Die billigen Schlüssel immer noch, die Schließzylinder haben sich nicht geändert, aber was die geändert haben, die ärgern jeden Menschen, der das Schloss aufpicken will. Und zwar haben die eine Blende reingemacht. Das ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Also ist echt gut. Das ist mir jetzt aber in der letzten Zeit bei mehreren Abus-Schlössern aufgefallen. Wenn ihr jetzt hier mal reingucken könnt. Warte mal, ich schiebe das mal auf die Seite. Hier seht ihr so eine kleine Blende. Ist ein bisschen schwierig. Den Spanner mal hier rein mache. Im oberen Bereich hier seht ihr diese kleine Abschrägung und unten drunter diesen kleinen Haken. Das verändert, in dem Moment, wenn ich reingehe und versuche das Schloss zu spannen, blockiere ich mich entweder selbst oder ich rutsche mit dem Spanner ab. Das heißt, dass ich da keinerlei Möglichkeiten habe. Jedes Mal, wenn ich oben den Spanner einsetze, rutsche ich ab und hier unten blockiere ich mich selbst. Mache ich den Spanner so rein, dass ich da irgendwas mit anfangen könnte, komme ich nicht mehr zum Picken. Also an und für sich hat sich Abus da richtig Mühe gegeben. Durch eine ganz einfache Blende haben die ihre Schlösser schon mal um einiges sicherer gemacht. Ihr seht den kleinen Dorn und die Abschrägung hier oben. Also jetzt kann ich sagen, von wegen, wenn ihr euch das Schloss holt, zumindest gegen das Picken, ist das Ding ganz gut gemacht. Würde ich sagen, für 25 Euro, das kann man investieren, das ist okay. Und auf jeden Fall aufpicken ist nicht so leicht. Da müsste man, wenn das komische Blech davor beschädigen und dann erst an den Schließzylinder rumpicken. Vom Ding her haben sie sich Mühe gegeben und ich würde sagen, ja, Daumen hoch. Viel Spaß!